Sowohl als Studierende als auch als junge Ärztin dann und auch heute noch, muss ich ehrlicherweise sagen, lernt man von der Pflege viel. Zu viel Hierarchie ist da nicht förderlich, im Gegenteil. Auf Intensivstation ist es meiner Meinung nach auch patientengefährdend. Es steht uns überhaupt nicht zu, weil wir vielleicht eine etwas intensivere Ausbildung haben, irgendeiner Form uns dann inhaltlich über die Pflege zu setzen. Es fehlt ja letztendlich der gesamte Mensch und den will man optimal versorgen und möglichst schnell genesen lassen, dass er wieder wohlbehalten nach Hause kommen kann. Und das geht nur gemeinsam und nicht nur der eine oder der andere. Die Ärzte und die Schwestern funktionieren, denke ich, komplementär. In dieser Hinsicht freut sich jeder Anästhesist, wenn er eine erfahrene und einfach gut ausgebildete Anästhesiepflegekraft an seiner Seite weiß. Da sagte die betreuende Schwester, dass ihr das Kind nicht gefiele, dass er habe so einen gräulichen Unterton. Wie ich arbeiten kann, ist schon abhängig von der Qualität der jeweiligen Pfleger und auch die Qualität ist gegenseitig abhängig. Und da sind wir eben dann auch, haben uns das Kind angeguckt und haben Blut abgenommen und das war quasi ein septisches Kind, das haben wir auf Intensivstation mitgenommen. Damit ist das eine extrem große Hilfe, eine erfahrene Krankenschwester neben sich zu haben oder einen erfahrenen Krankenpfleger, der einem einfach den Weg weist. Und wenn eine Pflegekraft zu uns kommt, zu uns Ärzten und sagt, Kind XY gefällt mir nicht, dann nehmen wir das wirklich ganz ernst. Weil ich einfach besser den Patienten meiner Ansicht nach behandeln kann dadurch. Insofern großer Rat an auch meine Berufszunft, ohne Pflege seid ihr nichts.